Willkommen zurück zu Soma. In der letzten Folge hatten wir ein Problem, da sind wir am Schluss festgehangen. Wir sind nicht mehr rausgekommen, ich habe jetzt nochmal neu reingeladen. Und was muss ich sagen, ich bin schon wieder festgehangen. Der hat genau an der Stelle gespeichert, wo ich ausgemacht habe. Und deswegen musste ich nochmal neu dahin spielen. Also keine Sorge, nicht von Anfang an, sondern von der letzten Abspeicherung her. Und die Stelle, an der wir Schluss gemacht haben, das ist nicht hier, wo wir sind. Das ist hier ein Stückchen weiter vorne. Nicht viel weiter vorne, ein bisschen weiter vorne. Ich habe jetzt absichtlich weiter hinten angefangen mit dem Spiel, weil wir da vorne nicht alleine sind. So, ich glaube, es war hier. Wir wollten hier hochlaufen. Und jetzt hören wir auch diesen Roboter, der da irgendwo ist. Ich sehe ihn aber nicht. Mal gucken, ob wir da irgendwie vorbeikommen. Ich muss noch mal sehen. Ich müsste ihn nur mal sehen. Ich weiß nicht, wo der ist. Die leuchten doch normalerweise immer so rot. Die haben so ein rotes Licht. Da vorne. Jetzt habe ich ihn. So, dann rückt er hier ab. Ich renne da jetzt mal vorbei. Ich weiß nicht, ob der uns folgt. Ich glaube, der hat uns schon wieder aus den Augen verloren. Das ist auch gut so. Dann setzen wir unseren Weg mal ganz normal fort hier. Wir sind wieder mehr. Ihr habt schon gesehen, in der letzten Folge sind wir schon wieder ins Meer gekommen. Immer noch auf dem Weg nach Lambda. So, da sieht so aus, als würde es nicht mehr weitergehen. Ich gehe jetzt trotzdem mal dahin. Das wollen wir uns hier betrachten. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Wir gehen mal in die andere Richtung weiter. Da ist doch irgendwas, oder? Ja, auch wieder nur ein Schild. Was steht da Schönes dran? Lambda. Das ist jetzt also hier der Eingang, oder was? Da vorne leuchtet auch schon wieder was rot. Sieht aber so aus, als würde es sich nicht bewegen. Gut, ich gehe jetzt mal dahin. Guck mal, wie schick das aussieht. Ne? Das ist geil. Gehen wir mal hinein. Los, schwenken. So, wir sind auf jeden Fall wieder im Trockenen. Das ist doch schon mal schön. Was haben wir denn da Schönes? Ein Fenster. Können wir rausgucken und so ein bisschen hier das Gewächs betrachten. Da kann man irgendwas rausnehmen. Ein Körbchen. Das brauchen wir hier nicht. Kann man das aufmachen? Nee, kann man auch nicht aufmachen. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Haben wir da noch was? Nee. Habt ihr das gesehen? Da ist jemand gelaufen. Und ich höre irgendein technisches Gerät. Catherine? Sei ruhig und schau ihn nicht an. Na super. Da ist was zu meiner Rechten. Ich gehe nochmal zurück. Wenn ich mich umdrehe, ist scheiße. Jetzt ist er weg. Wer auch immer es war. Wo ist sie denn? Jedenfalls nicht. Das ist rot, das kann ich nicht benutzen. Und da ist es zu dunkel, da sehe ich nichts mehr. Aber wir haben ja eine schicke Taschenlampe, stimmt ja. Aber ich habe wieder fast vergessen, dass wir eine Taschenlampe einstecken haben. Ist hier jemand? Ach nee, oder? Das ist auch wieder nur ein Roboter.
No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is... everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't... You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Ja, wäre auch zu schön gewesen, wenn es ein Mensch gewesen wäre. Just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Ja, ja, lass mich erst mal gucken hier. Ich weiß auch gar nicht, wo ich ihn da reinstecken muss. Ups, wie sich das anhört. Ich weiß auch gar nicht, wo ich ihn da reinstecken muss. Ich meine natürlich mein Omnitool. Da muss ich es reinstecken. Was haben wir denn hier für Geräte? Just plug it into the terminal. Ja, bleib locker. Lambda Terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right. Let's give this a try. Es ruckelt auch so ein bisschen. Ich weiß aber nicht so ganz warum. Er zeigt mir 60 Bilder an, aber keine Ahnung, welche Ruckler das sind hier. Aber immer noch besser wie wieder asynchron wie in der vorletzten Folge. So, da ist der Chip, ne? Okay, den setzen wir jetzt in unser Omnitool ein, oder wie war das? Custom Cortex Chip found. Shutting down helper chain. Have a nice day. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Okay, danke. Was mit meinem Tool? Before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Check the computer in the other room. Okay, mein Omnitool muss ich wohl hier lassen. Die gute Frau lässt mich, oder sagen wir mal, der gute Roboter lässt mich manchmal nicht ausreden. Bevor ich jetzt aber in den anderen Raum gehe, möchte ich mich hier nochmal umschauen. Aber das sind auch wieder lauter Gegenstände, die ich zwar aufheben kann, aber die ansonsten wahrscheinlich keinen weiteren Nutzen haben.
So, da bin ich hergekommen. Das ist auch der einzige Raum hier. Also keine weitere Tür, meine ich. Dann gehen wir wieder zurück. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. So, warte mal, da unten? Ach, das ist Gitter. Aber hier geht's auch weiter. Na, wo ist denn das komische Vieh hin, was da vorhin war? Dieser, keine Ahnung, irgendwas, was uns angegriffen hat. Da geht's auf jeden Fall auch weiter. Diese Tür können wir öffnen. Ohohoho, da ist jemand. Ich mach mal gerade das Licht aus. Wenn der jetzt da reinkommt, dann würde die ganze Station voll Wasser laufen. So ein bisschen blöd ist der, glaube ich. Ja gut, aber er hat ja auch nie behauptet, dass er schlau ist. Was haben wir denn hier Schönes? Chris, ich bin die ganze Nacht aufgeblieben. Warum noch schlafen? Der Fernseher läuft im Hintergrund und die Nachrichtensprecher sind wegen des Kometen so aufgeregt zu Gange, als würden sie den Countdown für Silvester einleiten. Ich weiß, dass es ganz schön daneben ist, dich jetzt gerne bei mir zu haben. Wahrscheinlich hat der Kerl da weit unter den Wellen am ehesten eine Chance, das hier zu überleben. Ich hoffe, dass es für dich weitergeht, sofern es noch ein lebenswertes Leben ist. Sieht so aus, als wäre die Kacke jetzt richtig am Dampfen. Ich drücke mal besser auf Senden, bevor uns die Schockwelle erreicht. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. We were all stranded down here. And we were the lucky ones. So, da hat also ein ganzer Komet unseren Planeten erledigt. Wir können jetzt nur noch hier unter Wasser leben. Und das alles, während ich mir dieses Zeug reingeballert habe. That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us. Confusing at least. Gives the senses a good punch. Und da steht das Wasser drin. Careful! I think it's back. Keep your eyes peeled. Und wo ist er? Ich kann mich ja mal ducken. Nicht, dass ich dann hier in der Pfütze ertrinke. Wir probieren es mal aus, ne? Das war übrigens kein Körbchen vorhin, das war so ein Helm, oder? Das ist ein Helm. Schönes Körbchen. Ich laufe mal in Ruhe geduckt weiter. Ach, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder hier, ne? Genau, das haben wir von vorhin von da vorne gesehen. Da sind wir jetzt rein. Und das war die andere Seite. Da vorne sind wir hergekommen. Okay, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch dieser andere Weg, ne? What happened to the tower and the dock and the welcome center? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Einfach mal wieder schön aufgeladen. Jetzt haben wir eigentlich alles untersucht, ne? Gibt's gar nichts mehr. Das heißt, irgendwo muss noch was fehlen. So wird's ja weitergehen. Shuttle-Station nach Lambda. Oder in Lambda. What? Nothing. Never mind. So, wo müssen wir denn hin? Da waren wir schon jetzt drin, da gab's nichts mehr. Jetzt sind wir wieder hier in diesem großen Raum. Ah, genau, da. Alles klar. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, war da vorne auch noch eine Tür? Ja, logisch. Die haben wir noch nicht durchsucht. Zwei Stück sogar. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Mm.
Was haben wir denn hier schönes? Meinungsumfrage. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? Yeah, it can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it, but it's not gonna be easy. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible, by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Okay, die sind ja auf jeden Fall alle sehr optimistisch, so wie es das anhört. Is this from inside the Ark? Yes, that's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Dieser Platz, der sieht ja ziemlich düster aus, aber das ist ja ganz schön, ne? Mhm, alles schön grün. Nicht schlecht. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Arsch sagen die immer dazu. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrungen geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Desolat. Nee, gibt's auch nicht zum Auswählen. Ich fühle mich normal. Ich fühle mich gestärkt, fühle mich fremd, ich bin Gast in einem anderen Körper. Nee, komm, ich fühle mich normal. Weiter, wie würden Sie Ihren, was? Ach, psychischen Zustand beschreiben? Ja, in der Birne ist auch alles normal. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Etwas getrübt, was aber an dieser düsteren Atmosphäre liegt. Ich nehme meine Umgebung bewusster und genauer wahr. Ja, wegen dem neuen Monitor vielleicht. Ich fühle mich blockiert, als ob meine Sinne taub wären. Nein, was ist los mit euch? Mir fehlt einer meiner natürlichen Sinne oder sogar mehrere. Was? Nein. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Ich mag es nicht, irgendwas stimmt nicht. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Na super. Ich trauere meiner vorherigen Existenz nach. Ja, komm. Ich fühle mich ein wenig so, als hätte ich mich selbst verloren. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Ganz schön düster. Ist es eine direkte Fortsetzung meines vorherigen Selbst? Nee. Wie ein neues Kapitel meines Lebens, als wäre ich neu geboren worden. Ein vollständiger Neuanfang. Was sind das für eine schwachsinnige Fragen, ey? Muss ich das beantworten? Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Ich kann das noch gar nicht beantworten, denn ich renne doch nur hier in dieser beschissenen Station rum. Möchten Sie lieber aus dem Regenfeld und den Tod akzeptieren? Und den Tod akzeptieren? Ich muss drüber nachdenken. Ihre Antworten wurden gespeichert. Sehr schön, toll. Arch Tracker. Venus, Merkur. A tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it.
Please let it be safe. So, und jetzt soll ich hier bunt rumklicken oder was, um das zu finden? Das erste war jetzt großer Zufall. Ich habe einfach bei der Erde geklickt. Arch, nicht im ausgewählten Bereich. Kann man da irgendwie... Kann man das irgendwie sehen oder muss ich jetzt tatsächlich alles durchklicken? Hier haben wir schon geklickt, oder? Keine Ahnung. Das ist ja ganz toll. Das haben sie ja super spannend gemacht. Aber mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich kompletter Schwachsinn, ne? Wir haben ja in diesem Bild vorher schon die Arch gefunden und jetzt kann er das nicht bestimmen, wo genau die ist oder was. Weißt du, da spielen wir hier in einer Hightech-Welt und jedes Google Maps ist 10-mal besser wie dieser Scheißdreck hier. Ich glaube, ich hab's. Weil diese Anzeige, die wir unten eingeblendet bekommen haben, umso weiter die nach rechts ging, umso näher waren wir dran. Aber das musste erstmal raffen, weißt du? So, wir sind hier in Lambda. Da ist es nur ein bisschen weniger als die Hälfte. Wir achten jetzt mal drauf. Ah, deutlich mehr als die Hälfte. Da wird's weniger. Yeah. Ja, wenn das System durchschaut. Trotzdem frage ich mich, wieso der das nicht so weit scannen kann, dass er das alles selber findet. Haben wir ein Glück. Beim Lotto müsste ich auch mal so ein Glück haben. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no. It's on Earth. It's so close to fire, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Und jetzt? Zurück. Wir müssen dahin laufen, oder was? I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know. It's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. Also, unser nächster Weg steht fest. Und die Folge haben wir sogar schon ein bisschen überzogen. Ich mach Schluss, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.